Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Supraland, einer riesengroßen Welt mit einer winzig kleinen Welt innen drin. Wir sind im Roten Königreich. Ich bin ein roter Mensch, hier sind alle rote Menschen. Und guck mal, Leute, das ist mein Vater. Unsere Hauptaufgabe ist immer noch zum blauen König zu gehen, denn der blaue König, beziehungsweise sein Gefolge, sägt an unserer Wasserversorgung. Und das ist gar nicht gut, Leute, wir brauchen nämlich Wasser. Und deswegen wollen wir mit ihm reden, aber meine Hauptaufgabe bei dem Ganzen ist gerade eher gefühlt, dass ich Münzen sammle. Denn wenn ich Münzen sammle, kriege ich neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel den Force Cube, hieß er, glaube ich. Genau, und mit dem Force Cube kann ich ganz viele verschiedene Sachen machen. Okay, da unten haben wir einen Gegner. Die Sache ist, ich habe letztes Mal ziemlich versagt, den Gegner zu bekämpfen. Hallo, warum rennst du weg? Ach, damit ich schaffe, das ist nett. Jetzt blockiere ich den einfach und hau dann... Nein, töt mich nicht schon wieder. Oh Gottes Willen, die haben mich letztes Mal getötet. Ich bin doch wehrlos. Oh, was ist das? Kann ich drüber springen? Hä? Was ist da passiert? Ach so! Ich verstehe es. Ich drücke den Knopf und dann platziere ich da den Block und dann kann es immer noch zugehen, weil ich absolut verfehlt habe. So, der liegt drauf, genau. Und jetzt kann ich wieder durch. Nochmal Generation. Das habe ich mir auch gekauft beim letzten Mal. Ansonsten... Gottes Willen, das hat mich was zerquetscht. Hat's aber nicht, Mordado. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ansonsten reden wir hier anscheinend, so wie ich das zumindest letzte Folge auch getan habe, über meine Umzugerlebnisse. Und heute werden wir über Gardinen reden. Oder Vorhänge. Oder wie auch immer man das... ich habe doch keinen Doppelsprung. Ah! Das ging. Hä? Cool, Mann. Danke. Ich habe nicht gewusst, dass ich so weit springen kann. Warte. Ich habe gedacht, ich springe viel kürzer. Heißt, ich kann vielleicht doch... Ich habe gedacht, das ist unmöglich. Nee. Das ist nicht unmöglich. Das sieht aus wie eine Falle, die Grube hier. Ja. Die Sache ist, ich habe keine Rollläden. Rollläden sind normalerweise recht cool. Allerdings ist das Haus hier ein bisschen älter. Ich habe Fensterläden, aber auch nicht über... Das ist doch machbar. Komm schon! Nee, es geht nicht. Auch nicht überall. Beziehungsweise es gibt auch nur eine Seite, in die Leute reingucken können. Da ist ein Wanderweg. Und deswegen brauche ich da Vorhänge. Hallo! Ich komme mit dir, Schatz. Öffne uns diese Tür. Ach, das ist, glaube ich, meine Mutter. Ach so, ich war da oben richtig. Ja! Ach so, hier mache ich einfach da. Und Gott, ich wurde gewarnt. Okay, weiter. Nicht, die wurden gewarnt über meine Warte. Da oben stand doch gerade jemand. Ist er einfach verschwunden? Ich glaube, das ist echt einfach verschwunden. Warte, hier kann ich was drauf platzieren. Beziehungsweise unter mir. Und dann komme ich in die Höhle rein. Und dann bin ich in der Secret Area mit Geld. Komm schon. Nee. Schwert schlägt schneller. Oh, ich werde wirklich absolut jedes Upgrade für den Kampf brauchen, so wie ich mich angestellt habe. Hier oben kann ich auch lang. Ja, auf jeden Fall, deswegen brauche ich Vorhänge. Und das Problem an Vorhängen ist irgendwie, es gibt gar nicht so viel Auswahl an Vorhängen direkt, was die Stoffe angeht. Und deswegen müsste man... Also, was heißt mal müsste man? Aber ich habe mir über... Ich bin voll! Nein, ich bin voll! Warte, geh mir ganz schnell zurück. Oh nein, da ist ein Gegner auf dem Weg! Ich kann doch schneller zuschlagen! Komm schon! Wie kann das sein, dass ich immer sofort sterbe? Und warum regeneriere ich? Doch, ich regeneriere Leben! Ah, bis 20 HP regeneriere ich Leben. Hier, der Doppelsprung kostet 36, aber ich muss die Max-Münzen-Erweiterung kaufen, weil ich mir das sonst gar nicht leisten kann. Verdammt. Und jetzt bete ich, dass die Münzen nicht gedespawnt sind. Und ich glaube, mit denen? Ja, mit dem Früchtchen kann ich mich heilen. Oh, das ist richtig gut. Das war einfach eine Filler. Ein Filler-Upgrade, was ich da gerade bekommen habe. Was ist hier? Achso, hier bräuchte ich eigentlich einen Doppelsprung, aber ich habe das Level ausgetrickst. Ah, genial, Mordado. Manchmal bist du klug. Hä? Oh Gott, da kommt wieder ein Gegner. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, hey, dann kannst du doch einfach eine Vorhangstange, Gardinenstange kaufen und Stoffbahn und das dann selbst nähen. Das Problem ist, ich habe noch nie genäht. Oh, ich finde das cool. Und das beschreibt, muss ich sagen, ganz gut meine Probleme beim Einrichten, weil ich habe dann irgendwelche Ideen, wie das vielleicht klappen könnte. Dann klappt es wahrscheinlich gar nicht so und deswegen mache ich am Ende gar nichts. So, okay. Ich will darüber. Dafür brauche ich den Kubus. Alter, ich glitsch mich, glaube ich. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich glitsch hier wirklich. Das ist nicht so gedacht, oder was auch immer du hier tust. Aber ich brauche das Geld für den Doppelsprung. Da glitsch ich auch mal. Hier sind überall Secrets.
Okay, das Geräusch hat sich gerade so angehört. Lootglück! Das ist genau das Upgrade, was ich gebraucht habe. Hört sich ultra bedrohlich an. Hallo? Okay, hä? Aber ich habe gedacht, hier wäre jetzt das blaue Königreich, aber anscheinend sind wir doch ein bisschen weiter voneinander getrennt. Da hinten stehen auch noch rote von mir, aber das ganz Gute an der Sache ist, dann habe ich ja jetzt eigentlich Zeit, um... Hallo, ich möchte drauf. Noch Münzen zu sammeln. Ja. Wie viel waren es? 36 Stück brauche ich. Und hier liegen echt richtig viele rum. Ja. Auf jeden Fall ein letztes Mal. Wo war ich bei den Vorhanggeschichten? Meine Mutter hat auf jeden Fall eine Nähmaschine. Heißt, ich guck mal, was das wird. Vielleicht wird es ja ganz lustig. Da oben ist der Weg zum großen Kristall. Er verbirgt einen mächtigen MacGuffin, habe ich gehört. Das ist ein Mensch. Ist MacGuffin ein Mensch? Hallo? Wenn du über diese Wand und das Rohr balancierst, kommst du zum großen Turm. Du wirst einen Dreifachsprung brauchen. Dreifachsprung? Warte. Ich habe zwar keinen Dreifachsprung, aber für die zwei Münzen reicht's noch. Und wenn ich genügend Münzen... Oh, das ist doch 100 pro eine Falle, oder? Was ist das jetzt? Gesundheitsleiste. Alter, cool, jetzt darf ich sehen, wie viel Leben ich habe. Guck mal, ich habe volles Leben. Was ist hier unten in der Höhle? Eine Tür, in die ich noch nicht rein kann, alles klar. Ach, noch mehr Geld, Alter, nur noch eine Münze. Die finden wir doch irgendwo. Ah, hier, da verstecken sich welche. Zack, oh, ganz schnell zurück. Beziehungsweise, dich bekämpfen wir noch, ja. Ah, ja gut, wenn ich rückwärts laufe und gleichzeitig schlag, dann könnte es eigentlich ganz gut immer klappen. Bitte den Doppelsprung. Oh. Du kannst doppelt so weit springen und um Engen. Ach, ich kann die Richtung wechseln mit dem Sprung, guck mal. Ah, das ist gut. Okay, jetzt ist die Frage. Ich habe hier immer noch eine Quest gehabt, oder? Du wolltest, dass ich irgendwas Komisches mische. Und ich habe dir, glaube ich, weiße Farbe gebracht statt Wasser. Und die Sache ist nämlich, hier drüben kann ich, glaube ich, Wasser in den Schwamm reinfüllen. Ja! Das andere war wirklich irgendwas... Nee, jetzt wird er auch so weiß. Ich glaube, das ist die Reflexion. Oh, also ich mache hier Wasser rein. Genau. Und Blätter. Und jetzt drücke ich den Knopf. War das richtig? Habe ich nur vergessen? Es ist grün! Ich habe nur vergessen! Hä? Für mehr Gesundheit mixe... Ach so! Ich habe gerade mehr Gesundheit bekommen, weil ich es getrunken habe! Ach, das wolltest du gar nicht, dass ich das mache. Das war für dich gedacht. Also, das war für mich gedacht. Ich habe gedacht, das wäre für dich gedacht. Das kann ich aber nicht zufällig zweimal machen. Ich meine, den zweiten Schwamm habe ich. Oder heilt der mich jetzt nur, wenn ich ihn trinke? Na, ich kriege keine extra AP mehr, aber ich glaube, der wird mich heilen. Was sind das hier für Dinger, frage ich mich. Die stehen überall rum, das sind so Katapulte. Und die andere Sache, die mir noch fehlt, ist noch so ein zweiter Kristall. So ein weißer zweiter Kristall. Den habe ich auch noch nicht. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles. Wenn ich mein Schwert noch verstärke, dass es das hier durchschneiden kann, durchschlagen kann, dann komme ich auch an den Kristall. Aber das kostet 65 Coins und ich kann derzeit nur 60 sammeln. Und um weitere Upgrades freizuschalten, muss ich, glaube ich, wieder Fässer finden. Guck mal, da! Das ist bestimmt später eine Fähigkeit. Damit kann ich mich auch in der Theorie irgendwo hinschleudern. So, den Doppelsprung habe ich jetzt. Heißt, ja! Alter, das hört sich an wie so ein Jetpack. Hä? Warte, was? Warte, ich gehe erst nochmal zurück. Denn, ab, hier hinten gab es nochmal drei Münzen. Das ist das erste Spiel, bei dem ich mich richtig freue, wenn ich einfach nur Münzen einsammle. Weil das Problem von den meisten Spielen ist einfach, dass sie nutzlos sind. No, was macht das jetzt? Das sind Echtrampoline! Oh Gott, was bist du? 87 Leben! Oh, nicht! Ich sterbe doch schon beim normalen Gegner! Droppst du jetzt irgendwas? Nö. Okay, dann, also die Gegner bekämpfe ich anscheinend einfach nur, damit ich überlebe. Alles klar. Ah, und die muss ich dann irgendwie immer aktivieren. Okay, zack, zack. Nächste Küste. 33% schneller Schlag. Oh, das ist gut. Was ich brauche, sind weitere goldene Fässer, damit ich neue Upgrades bekomme. Oh Gott, der Kaktus macht Schaden. So, und von hier aus kann ich dann auch hier rüber. Such das goldene Fass. Ja, hier ist ein goldenes Fass. Genau danach habe ich gesucht. Da ist nichts. Okay, nochmal ein Gegner. Aber ich muss sagen, jetzt habe ich wieder Selbstbewusstsein. Oh, Gottes Willen, gefasst. Vor allem, weil ich jetzt noch schneller... Ich glaube, ich bin von den Upgrades echt gut dabei. Gut vorne mit dabei. Essen muss ich... Obwohl, gönnen wir uns die Frucht. Die 3 HP habe ich gebraucht. Oh! Auf dem kann ich auch stehen. Was zur Hölle? Hier müsste irgendwo ein goldenes Fass sein. Okay, aber hier ist ein Knopf. Das sehe ich. Was machst du? Warte, ich stelle mal einen Cubus drauf. Ich weiß nicht, ob der unten ist.
Nee. Ja, der Kubus ist irgendwie zu groß, ist das Problem. Ansonsten. Oh, das soll ich. Ah nee, da hätte ich von unten hinkommen sollen. Und hier drüben ist das Fass. Okay. Und das Fass muss ich jetzt nur noch zurückbringen. Und das mache ich, indem ich. Nehme ich das hier irgendwie einquetsche, denn wenn es jetzt gleich aktiviert wird, dann. Ach, ich. Ich glitsche mich ultra rum. Dann wird es geschleudert, oder? Ja! Ich hab's! Ich hab das richtig gelöst. Ich kann nächstes Fass abgeben. Ja, ich hab dir ein neues Fass mitgebracht. Wie viele gibt's noch? Noch drei. Zwei nach dem. Was ist das? Ein Dreifachsprung. Ah, das ist cool. Ich glaube, habe ich hier noch irgendwo vielleicht was verpasst? Hier ist ein 80 drauf. Ich brauche 80 Sternchen. Aber woher kriege ich 80 Sternchen? Und was sind 80 Sternchen überhaupt für eine Einheit? Aber ansonsten sind wir mit dem Dorf, glaube ich, ganz, ganz gut fertig geworden. Dann brauchen wir jetzt noch 16 Münzen dazu. Und dann haben wir einen Dreifachsprung. Und dann können wir diesen Parcours zu dem Turm nach oben machen. Ah, und hier hinten ist auch noch was. Kann ich den mitnehmen? Ich kann den mitnehmen! Okay, den muss ich unbedingt mitnehmen. Loot? Hä? Monster lassen jetzt Münzen fallen. Ah, auch richtig gut. Dann freue ich mich ja jetzt in Zukunft, wenn ich Monster sehe. Aber das Beste an der ganzen Sache ist dieser Kristall. Nein, ich habe ihn verloren. Oh Gott, nee, da ist er. Wenn ich nämlich recht behalte, dann muss der Kristall da rein. Ich habe es geschafft. Das sieht gut aus, aber die Farbe scheint falsch zu sein. Okay, was machst du hier? Er hat eine Münze verloren. Ja. Okay, irgendwo. Kann ich da drauf? Mit dem Doppelsprung? Nee. Irgendwo muss ein weißer Kristall sein, den ich übersehen habe. Oh, ich kann da rein. Hä? Wie cool ist denn das? Leute, ich. Supraland kriegt auf jeden Fall den Maudado Award des Jahres. Aber das bedeutet ja, dass ich ganze Zeit die Kristalle hätte mitnehmen können. Das bedeutet, ich hätte eigentlich ganze Zeit nur noch einen weißen Kristall Ausschau halten sollen. Vielleicht gibt es ja im Blauen Königreich nochmal genauso einen Kristall. Aber ich würde sagen, da ist wieder mein Vater. Das war's für heute. Es ist wieder sehr spät. Das ist vielleicht ein Team, was sich durchzieht. Wo, das zieht sich schon seit Jahren durch meinen Kanal durch. Tut mir leid. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Schaut beim Dreifachsprung vorbei. 1, 2, 3. Ich habe schon 30 Kristalle. Oh, wie cool. Und, ich habe noch eine Idee, die wir aber nächstes Mal umsetzen werden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüssi.